Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, wo stehe ich hier, denkt ihr euch jetzt gerade? Ich stehe hier auf dem Glockenturm, der hier mal gebaut werden soll, gegenüber des Markusplatzes bzw. der Fischersweite. Soll dieser Turm entstehen und er soll so ein bisschen an den Markusplatz erinnern. Deshalb hatte ich, also er soll nicht keine hundertprozentige Nachbildung desgleichen werden, er soll nur dran erinnern, ne? Ganz wichtig. Und das ist dieser kleine Turm hier, wo wir jetzt erstmal nur den Sockel gebaut haben. Beziehungsweise ich erstmal nur den Sockel gebaut habe. Der wird hier in der Mitte noch zu werden. Also diese Seiten kommen alle noch zu. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Die müssen alle zu. Und dann müssen wir das wahrscheinlich ausleuchten, weil sonst kommen hier die Monster. Apropos Monster. Hier unten, da. Ich weiß nicht, ob man es noch sehen kann. Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Er ist weg. Schade, schade, schade. Da kam ein Meeresuntoter raus. So ein Meereszombie. So ein Ertrunkener. Und hat mich attackiert. Und rat mal mit was? Mit einem Dreizack. Allerdings, er hat Dreizack auf mich geworfen. Die sind auch im Wasser gelandet. Sind da auch stecken geblieben. Ähnlich wie Pfeile. Die konnte ich allerdings nicht an mich nehmen. Und er hat auch keinen Dreizack dagelassen, als er gestorben ist. Obwohl er einen in der Hand hatte. Das fand ich ziemlich unverschämt. Ich habe mich schon gefreut, dachte, ey, cool, ein Dreizack. Aber nö. Er hat sich gedacht, nö, den behalte ich schön für mich, den Dreizack. Den nehme ich mit in mein kühles Grab. Und ist einfach nur gestorben. Und ich habe hier ein bisschen Gammelfleisch gekriegt. Das habe ich schon wieder weggepackt. Vor lauter Frust in irgendeine Kiste gestopft. Ja, schade eigentlich. Das wäre natürlich cool gewesen, einen Dreizack zu besitzen. Aber ihr seht, selbst wenn der Untote einen Dreizack dabei hat, heißt das noch lange nicht, dass er den noch verliert, wenn er stirbt. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Da war ich ziemlich enttäuscht. Nein, geht so. Ist jetzt auch wieder gut. Warum habe ich eigentlich eine Axt und eine Spitzhacke in der Hand? Ach so. Ach so. Nee, ich will ja, die soll ja gleich da hin. Die Axt gehört doch hier hin. Was ist denn hier los? Ja, Freunde, ich bin total angetan von euren Einsendungen, die ihr so abgegeben habt. Achso, wir müssen zwei Treppen machen. Ich dachte, wir machen so zwei Treppen hier hoch. Eine hier und eine von der anderen Seite. Ich mache das aber erstmal dicht. Ich mache das erstmal dicht, damit wir so die Grundansicht haben. Und dann müssen wir aber beleuchten unbedingt. Das ist auch ganz wichtig. Das waren so von allen Seiten wäre halt cool. Ne, hier muss natürlich durchgehen können. Das wäre jetzt schlecht, wenn ich jetzt hier auch zumachen würde. Kann ich das eigentlich von allen Seiten machen? Wenn ich jetzt hier einen Durchgang hin mache, könnte ich dann sagen, hier kommt auch ein Durchgang in den Turm hin. Moment mal. Hier auch? Ja, das Problem ist, Moment. Das Problem ist, wir müssen das ein bisschen höher machen. Das ist allerdings gar nicht so ein großes Problem. Das hier so ein bisschen höher machen. Käme einer hier hin, der würde an der Wand hochgehen. Einer käme hier hin, der würde an der Wand. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Freunde? Freunde der Nacht? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt säge. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt noch viel zu verkünden. Es war nämlich ganz eine ganz tolle Sache, die da passiert ist. Moment. Also, wir machen hier überall Aufgänge hin. Und zwar nur ein breiter. Denn es ist ja ein Glockenturm. Hier sollen ja gar nicht so viele Leute hoch und runter rennen und hin und her, sondern hier soll ja eigentlich immer nur ja, der Turmwächter hoch und Leute, die halt eine Aussicht suchen. Vielleicht machen wir da in der Mitte noch was hin. Das könnten wir machen. Machen wir hier noch einen Eingang hin. Ja, es gibt nämlich noch was Besonderes zu verkünden, und zwar unter der letzten Folge wurden Kommentare geschrieben, und diese Kommentare waren so genial. Da waren so geniale Ideen dabei. Da habe ich mich tierisch schon mal gefreut. Ich hatte ja dazu aufgerufen, dass ihr mir Läden schickt. Beziehungsweise den, für die Fischersweite mit Leben füllen sollt. Mit Läden und Leben natürlich auch. Und das habt ihr getan. Ihr habt super geniale Ideen für Läden für die Fischersweite eingesendet. Total genial. Hier gehen wir mal runter. Machen wir nämlich hier überall Treppen hin. Das ist eine sehr gute Idee. Wir machen hier überall Treppen hin. Das hieße, die nächste Treppe müsste dann da hinten hochgehen. Hier würde dann die letzte Treppe hochgehen. Die müssen wir drei hoch machen, damit man noch durchpasst, ne? Das heißt, da kommt keine Tür rein. Das ist ja, brauche ich auch keine Tür rein. Und hier geht die dann hoch. Moment. So können wir das, glaube ich, gar nicht machen. Also so kannst du das nicht machen. Müssen wir echt drei hoch machen. Dann müssten wir das hier auch noch zumachen. Die Seite ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin.
Und ihr hattet super Ideen. Ihr hattet super geniale Ideen und die werde ich auch zum größten Teil umsetzen. Da ist zum Beispiel Robins Kleintierhandel. Also, ne, Kai, du weißt, wie ich mir das meine. Du hattest, glaube ich, Robin in Bezug auf einen anderen Laden geschrieben. Aber ich fand deine Idee mit dem Kleintierhandel, die fand ich echt genial. Die würde ich auch gerne genauso übernehmen. Guck mal, dann gehen hier überall Treppen hoch. Und dann können wir nämlich sagen, wir machen hier innen, hier, machen wir das nochmal dicht. Ja, machen wir das nochmal dicht. So, dichten das hier ab sozusagen. Dann geht hier die Treppe hoch, da geht die Treppe hoch. Das müsste doch eigentlich funktionieren, Freunde. Na, hier würde dann die Treppe hochgehen. Natürlich entsteht dadurch jetzt ein dunkler Raum, den wir eigentlich nicht haben wollen. Und hier kann man ja so hochgehen. Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Gefällt mir. Habe ich noch Stein dabei? Nicht mehr so viel. Hier nur einen. Ist auch nicht schlecht. Hier habe ich noch 64. Okay. Also wir werden das so machen. Robins Kleintierhandel fand ich eine gute Idee, wo dann so Hasen und Papageien und sowas sind. Also alles kleine Tiere, weil es sind ja sehr kleine Läden. Es sind zwar exklusive Läden, aber sehr kleine Läden. Und deshalb kommen da alles so kleine Sachen rein. Dann kann man einmal hier hoch. Dann kann man natürlich hier hoch. Das heißt, wir würden es dann auch hier enger ziehen und hier enger ziehen. Ne? Das heißt, in der Mitte hätten wir dann noch relativ schmalen Eingang. Und da könnte man zum Beispiel einen Fahrstuhl hinmachen. Das heißt, wir könnten hier auch überall noch Türen hinmachen. Wo wir dann noch, also genau in die Mitte müsste das dann kommen. Hier, ne? Wo man den Mittelraum dann sozusagen betreten kann. Der wäre natürlich dann nicht sehr breit, weil er hier ja, ne, ihr seht das, so aussehen würde. Und das könnten wir dann alles hier noch ausfüllen mit Steinen. Dann hätten wir hier einen richtig massiven Sockel. Von der anderen Seite natürlich auch. Einen richtig massiven Sockel. So, und dann könnte man hier überall in die Mitte rein. Die Werkbank kann hier erstmal stehen bleiben. Ja. Und der Turm kann dann dort entstehen. Wir haben genug roten Sandstein da. Ich werde nochmal welchen nachbesorgen müssen. Aber wir haben noch welchen im Lager, hatte ich gesehen. Und die Läden werden dann hier, ne? Also hier werden dann die Läden hinkommen. Hier zum Beispiel Robins Kleintierhandel hin. Was haben wir noch? Elysions Feinbäckerei. Finde ich auch sehr cool. Oder Feinbäckerei. Na, hier neben vielleicht. Und so ein Laden ist dann aber nicht sehr groß. Ihr seht das ja. Wir haben hier so kleine Läden. Aber hier kriegt man schon ein paar Papageien rein. Und Hasen. Was gibt es noch für Kleintiere? Hühner. zum Beispiel. Ne? Dann haben wir tropische Fische. Könnte dann hier neben kommen zum Beispiel. Ne? Ich muss jetzt überall noch die Wände reinziehen. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Wir können hier auch innen noch individuell gestalten. Und hier oben würde ich dann ja sowieso sägen. Dass wir hier oben dann die den Wohnbereich hier machen von der nächsten Wohnung, ne? Dass wir dann hier meinetwegen die Mauer einziehen und dass die obere Wohnung dann so ein bisschen, dass man ein bisschen runtergehen muss. Und zwar, Gott, so viel zu zeigen, zu erklären, wie ich das vorhabe. Aber ich habe auch viel geplant, muss ich sagen. Ich habe Großes geplant, dass man, wenn man hier in die Wohnung reingeht, dass man dann sozusagen erstmal so eine kleine Stiege hat, so eine Treppe runtergeht. Und guck mal, da hinten ist mein Bett. Aber ich glaube, wir haben hier auch ein Bett. Ja, haben wir. Schnell rein. Ja, cool. Das ist, was haben wir noch? Ilsebilses Meeresschätze. Auch eine sehr geniale Idee aus der Community. Könnte dann hier hinten irgendwo hinkommen. Ne? Oder wir können das ja so ein bisschen verteilen. Und ich werde das dann in den nächsten Folgen einfach mal vorbereiten. Ilsebilses Meeresschätze. Dann die öffentliche Toilette. Die können wir gleich bauen. Die ist natürlich ganz, ganz wichtig. Die würde hier hinten hinkommen. Die würde hier hinten hinkommen. Hier würde halt so ein kleiner Toilettenbereich hinkommen. Das können wir ja hier wunderbar zumauern. Da würde halt ein Fenster wegfallen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Dieses Fenster würde dann halt wegfallen. Hier würde eine Wand eingezogen werden. Und da können wir dann eine Toilette hinbauen. Hier ein paar Waschbecken hin. Das würde ganz gut passen. Weil waschen kann man sich auch in der Öffentlichkeit. Das ist nicht verwerflich. Hier habe ich das ja schon mal so ein bisschen so angedeutet, wie der obere Bereich dann käme. Na, dann würde halt hier der Wohnbereich, würde halt hier ein bisschen tiefer kommen. Und dann würde hier halt eine Treppe runtergehen. Das heißt, hier wäre dann nicht der Boden, sondern der wäre dann da unten. Dann hat man so ganz verkästelte Wohnungen und hat hier oben nochmal richtig viel Wohnraum, den man hier schafft. Für die ganzen Leute, die hier rumrennen. Denn ich möchte diesen Platz natürlich auch besiedeln. Das heißt, wir werden hier mit Booten herfahren und werden diesen Platz besiedeln. Dafür müssen wir da erstmal
dann abschirmen. Da muss also erstmal die ganze Mauer rumgebaut werden. Und ja, was eine richtig geile Idee ist, entschuldigt meine Wortwahl, aber es ist wirklich geil. Ein Reisebüro, das kam glaube ich vom, ihr wisst schon, das Reisebüro, so ein kleines Reisebüro könnte hier irgendwo rein. Da könnte man überall Tafeln an die Wände hängen mit Fernreisen nach überall hin, nach, keine Ahnung, Fernweh zum Beispiel. Oder auch nach Wolfsbach oder nach Hexenstein wollte ich schon sagen. Zur Hexenwacht oder sonst wohin oder auch nach Avaquatica. Die wäre natürlich dann ein bisschen teurer. Eine Fernreise nach Avaquatica, die kostet schon mindestens 10 Smaragde oder 20 sogar. Na? Und riesengroße, tolle Ideen. Der kleine Bonsai kam auch noch als Idee. Enrico hatte die Idee übrigens mit Reisebüro Fernweh. Gott. Oder mit dem Reisebüro Fernweh habe ich glaube ich dazu geschrieben. Ja, ja, so ist er, ne? Enrico hatte die Idee, genau. Und hier haben wir dann, hier machen wir jetzt weiter dann mit dem Turm. Der würde natürlich dann hier so weitergeführt. Ne? Ich habe den so ein bisschen angelehnt an den Originalturm. Wir können ja mal hier so ein bisschen anfangen, einfach den Turm hochzuziehen. Und dann können wir die Läden nach und nach bauen. Hier hat er, das ist, also hier das mit diesen Einkerbungen sozusagen. Das ist nicht genau wie beim Original, aber ihr wisst ja, wenn ich sowas baue, baue ich das meistens nicht genau original nach, sondern versuche da auch noch eine eigene Note so ein bisschen reinzubringen. Das war falsch. Das ist auch eine eigene Note. Falsch bauen ist auch eine eigene Note, könnte man sagen. Versuche da immer noch so ein bisschen so eine eigene Note reinzubringen in die Gebäude. Und oftmals sehen sie dann ähnlich, aber anders aus. Gut, hier müssen wir wahrscheinlich auch Stein reinmachen, weil sonst haben wir hier schon mal den ersten Monster-Spawner, den wir uns selbst erschaffen haben. Und das wollen wir ja nicht. Soll ja nicht der heulende Turm werden. Obwohl der heulende Turm ein schöner Name wäre, ne? Der heulende Turm. Dann würden wir hier die Dinger einfach freilassen. Dann könnten hier schön Monster drin spawnen. Gute Idee. Der heulende Turm. Lassen wir hier die Dinger einfach frei. Und er heißt so, weil halt im Gemäuer immer wieder das Heulen von, ja, irgendwelchen Kreaturen zu hören ist. Zum Beispiel, ne? So leicht erschafft man hier Legenden. Mythen, Sagen und Legenden. So, ich mache hier einfach mal weiter. Ich mache immer zwei auf einmal. Die Minecrafter unter euch wissen das wahrscheinlich, weil man mehr nicht nach unten bauen kann. Und jetzt haben wir schon wieder keinen Krams mehr. Das heißt, wir würden einfach mal loslatschen und das Bett natürlich mitnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und uns noch ein bisschen roten Sandstein holen, um schon mal so einen ersten Bereich hochzuziehen. Mhm. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Stein mitnehmen, dann können wir auch gleich den unteren Bereich fertig machen. Ja, und sobald der Platz dann abgedichtet ist, ich meine damit jetzt die Fischersweite, da gibt es auch noch einen Grund für den Namen Fischersweite, die hatte ich glaube ich noch nicht erklärt, werde ich auch erstmal noch nicht erklären. Aber da gibt es einen Grund für, das ist nämlich eine Idee von mir gewesen, die ich euch dann aber noch zeigen werde. Ist glaube ich ganz nett. Okay, warum das Ding Fischersweite heißt. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Für eure tollen Ideen. Ich werde da Schilder hinhängen, wo die Läden hinkommen. Und dann werden wir die da bauen. Einen nach dem anderen und dann nebenbei hier ein bisschen an Valant weiterbauen. Und ich habe da momentan richtig Lust auf Valant. Bock auf Valant. Das macht momentan richtig Spaß hier. Und wir werden noch einiges an roten Sandstein brauchen. Uiuiui. Für diesen Turm. Den hatte ich erst ein kleiner geplant, also eine Abteilung kleiner geplant. Ist dann aber doch so geblieben. Ja, hier müssen wir auch was machen, dass hier keine Monster spawnen. Auch ganz wichtig. Weil sonst haben wir bald die Creeper und alles und die bomben uns die ganze Bude weg. Bombt die Bude weg. Und so. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier jetzt erstmal Erde. Ja, Erde ist immer gut. Die gute Erde. Das heißt, ich würde mich hier hochbauen. Da können wir es hinterher auch schön rausnehmen. Wenn wir es hier machen, wäre es eher schlecht. Da soll ja unsere heulende, ne? Der heulende Turm. Soll das ja werden hier. Wisst ihr ja. Habt ihr ja mitgekriegt, wenn ihr gut aufgepasst habt. So, dann machen wir hier mal einfach zwei Erde rauf. Dann können wir uns dann nachher schon runterbauen. Wunderbar. Dreckfahrstühle sind immer noch modern. Kommen nie aus der Mode. Aber ich mache das ja immer nur hier vorne. Ich könnte das eigentlich auch immer gleich ganz rum machen, ne? Eigentlich habt ihr da recht. Dass ich das eigentlich gleich ganz komplett hochziehen könnte. Gut, machen wir das. Wie ihr wollt. Ah, Moment, stopp.
Halt, Ende. Hier müssen überall noch die Dinger rein. Das ist ganz wichtig. Die habe ich hier überall noch nicht gemacht. Mist. Na gut. Okay. Dann halt so. Und hinterher wieder reinsetzen. Das heißt, die müssen noch weg hier. Dann hier noch. Weil hier müssen überall noch die Dinger rein. Die Stufen. Die so ein bisschen so einen Übergang zeigen sollen. Ich muss vielleicht mal was essen, ne? Sonst verhungere ich hier. Live in der Aufnahme verhungert, der Opa. Kommt hier auch noch irgendwie was rein? Nö, da bleibt das so. Und hier haben wir Gott sei Dank noch nichts gebaut. Aber auf der Seite war ich glaube ich auch schon fertig. Da hatte ich die überall schon gesetzt, die Stufen, um das mal auszutesten, wie es aussieht. Man muss ja immer gucken, wie es aussieht. Und hier kann man das ganz locker machen. Mach dich mal locker. So. Und dann haben wir nämlich hier einen wunderschönen Glockenturm, der uns natürlich dann auch einen, übrigens auch wie beim Original, ne, das ist ebenso, einen wunderschönen Überblick über die Stadt, also über den Stadtteil Valant bieten wird. Ah, wird also ähnlich wie der, wie die Weltraumnadel, wird das ein richtig dickes Ding. Ein dickes Ding. Und es soll ja auch bald Glocken geben. Müssen wir auch dran denken, es soll ja bald Glocken geben. Und dann können wir das ja wunderbar nutzen, um dann diese Glocke da oben aufzuhängen. Und auch mit einer Mechanik zu versehen. Und vielleicht können wir dann wirklich so gleich ganz viele Glocken reinhängen. Und dann haben wir ein richtig fettes Glockenspiel. Und das Schöne ist ja auch, wenn hier drin Monster spawnen und das eh der heulende Turm ist. Vielleicht wird er auch so genannt wegen den Glocken, man weiß es nicht. Dann können die ja nicht woanders spawnen. Das ist ja schon mal ganz gut. Okay, ich denke, dass im unteren Geschoss sowieso bald Monster spawnen werden. So unausgeleuchtet, wie wir das ganze Ding da jetzt belassen haben und hier oben einfach ein Dach rüber gefläzt haben, könnte das schon schnell passieren, dass da ein Monster-Spawner raus wird. Wir ziehen das erstmal hier hoch und gucken einmal, wie hoch wir kommen. Also das soll schon ordentlich hoch werden, der Turm. Und soll hier die den Stadtteil Valant so ein bisschen überragen. Ein überragender Turm sozusagen. Ja, Punkt. Ich würde dann schon mal damit anfangen, vielleicht in der nächsten Folge die ersten Läden schon mal aufzubauen. Ich muss aber auch noch Batanga machen. Ganz, ganz wichtig. Immer schön Batanga machen, nicht vergessen. Ai, das war schlecht. Komme ich da noch ran? Ja, hier schon, ne? Aber einer ist mir runtergepurzelt. Mist. Immer diese Verluste. Aber naja, gut, die kann ich absetzen. Freunde. Wir bauen hier den Turm. Ich überlege gerade wegen den Fenstern, dass man hier in der Mitte vielleicht so Fenster reinmacht. Im Original sind die Fenster eher hier im inneren Bereich. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das dann auch so machen. Und ich bin auch noch im Überlegen, was wir, ich zeige euch das gleich mal, in die Fächer hier machen. Hier entstehen ja jetzt so Fächer, ne? Die möchte ich allerdings eigentlich nicht so gerne haben. Zumindest die schmalen Fächer nicht. Da könnte man natürlich Tropenholz wunderbar rein staffieren. Man könnte, ja, Tropenholz wäre schon gar nicht schlecht, ne? Nachwachsender Rohstoff und wir brauchen ja auch eine Menge davon. Ja, das würde gehen. Ich würde sagen, eine Reihe machen wir noch, oder? Eine Reihe machen wir noch. Einen können wir noch. So viel Kram haben wir auf jeden Fall dabei. Na gut, der ist wieder weg. Man muss mit der Spitzhacke, muss man hier ganz schön vorsichtig sein. Jetzt esse ich aber was. Ja, ist ein ganz schönes Großprojekt eigentlich hier wieder, Valant. Es nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Aber wie schon gesagt, durch diesen besonderen Charakter, dass das Ding auf dem Meer ist, macht es auch unglaublich viel Spaß. Man muss zwar für jedes Gebäude erstmal diesen Unterbau machen, aber so langsam bin ich da schon geübt drin und das geht recht fix. Das einzige, das größte Problem bei der ganzen Sache ist im Grunde noch die Baumnachzucht. Da habe ich jetzt hinten bei uns am Lager bei dieser Baumschule, nenne ich sie jetzt einfach mal, habe ich schon so ein bisschen erweitert und habe das Dach einen höher gesetzt, dass die Bäume, die da wachsen, einfach einen größer auch sind. Ja. Habe ich erstmal so gemacht und hier kann jetzt der Turm in die Höhe wachsen und später dann die Leute aus Valant beglücken mit seinem Anblick. Könnt ihr euch ja mal das Original angucken. Wie schon gesagt, es ist nur angelehnt ans Original, es ist nicht genauso. Ich wollte es erst genauso machen, aber ich dachte mir, ach nee, komm, mach ein bisschen was anderes, dass er nicht ganz so aussieht.
Der Unterbau ist auch nach danach so ein bisschen, ja, angelehnt. Ein angelehnter Unterbau. Ja, und dann haben wir hier eine schöne Optik, wenn man auf dem Platz ist, kann man auf den Glockenturm gucken, wenn man da seine Milch trinkt, seine Kuhmilch, die man sich gerade frisch eingeschenkt hat zum Beispiel, kann man auf den Glockenturm gucken und kann sagen, ach, schon so spät, ich bleib noch ein bisschen, zum Beispiel. So, das ist dieses ewig lange Lied wieder, ne, was so eine halbe Stunde irgendwie geht und aber sich nicht groß ändert. Ich bin am überlegen, ob wir den Turm im oberen Bereich so ein bisschen schmaler zulaufen lassen. Das ist noch nicht entschieden. Das muss noch beim Stadtrat, der ja ich bin, muss das noch eingereicht werden. Und dann muss es noch durch einige Instanzen laufen, Else. Und dann, ja, dann wird das entschieden, ganz spontan. So wie das in Hundsgrab alles ganz spontan entschieden wird. Ich glaube, wir werden nicht den Dreckfahrstuhl benutzen. Ich glaube, wir werden einfach runterspringen. Nein, müssen wir. Sonst haben wir da wieder ewig so einen Dreckpöbel rumstehen. Und dann sagt er wieder, hier Opa, da hast du wieder den Dreckpöbel stehen lassen. Pöbel. Ach, verdammt. Ich kann hier oben aber auch nirgends schlafen. Doch, da hinten, da habe ich ja so ein dreibreites Ding. Warte mal. Tschuk, 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 tschuk. Und hier. Ja. Schon soweit? Kann ich schon schlafen? Nein, noch nicht. Folge ist auch rum, aber ist nicht so schlimm. Ihr habt ja Zeit, ne? Habt ihr eingeschaltet, habt gesehen. Oh, das Video dauert ja 3 Tage, ne? Oder eine halbe Stunde. Und dann habt ihr euch gesagt, na, ist egal, ich habe ja gerade Zeit. Ich gucke mir das jetzt an. Den Käse, den er da wieder verzapft. So, zack. Ich dachte schon. Sind wir alleine? Nee, sind wir nicht, die Anni. Die Anni ist auch ganz fleißig in letzter Zeit wieder hier unterwegs. Ist wieder super aktiv. Super aktiv, Anni. Und ja, baut wieder fleißig vor sich hin. Und ich bin gespannt, was da entsteht. Ist, glaube ich, noch geheim. Es darf ihn nicht verraten. Auch Zordern und alle sind am Bauen. Das ist Wahnsinn. Das ist wie die Vögel im Frühjahr ihr Nest. Na, kennt er ja. Im Frühtau zu Berge, wir gehen. Das wollte ich sagen. Ich meine, damit meine ich, alle sind sehr aktiv jetzt zu Beginn des Jahres. Machen Frühjahrsputz oder so. Oder hauen auf den Frühjahrsputz. So, und wo müssen wir jetzt runter? Hier, wo geht's denn hier überhaupt runter? Ich glaube da hinten. Hops, hops, hops. Und da. Wir gehen den offiziellen Weg. Weil ich euch ja noch was zeigen will. Und es hakt gerade ein wenig. Ein wenig. Nicht doll. Wir können das natürlich auch innen drin so lassen. Oder man kleidet es halt mit Holz aus. Man könnte das auch mit Holzstufen auskleiden. Dann hätte man hier so ein Muster. Aber ich mache jetzt mal den hier. So, ne? Dann wäre das nämlich schön verkleidet als Turm. So, und dann machen wir natürlich auch Fenster rein. Vielleicht sollen wir die Fenster dann erst reinmachen und dann immer da, wo ein Fenster ist, lassen wir das Ding offen. Man könnte die Fenster auch wirklich dann hier innen reinmachen. Also immer hier so ein Fenster hin. Und dass man das da dann offen lässt. Da gucken wir mal, wie wir das machen. Und natürlich müssen wir hier auch noch, ne, den Innenturm, im Innenturm vom Innenturm machen. Das ist kompliziert, ich weiß, aber so sieht der ganze Spaß jetzt aus. Das ist erst der Beginn, meine lieben, tapferen Freunde. Was ist denn hier los? Wer sind Sie? Warum brennen Sie denn? Hallo? Können doch nicht einfach hier rumrennen und brennen. Das ist, hier ist aber alles Stein. Das hat auch seinen guten Grund. Ja, und da wächst dann dieser Turm in die Höhe. Und man könnte das dann im oberen Bereich auch noch hier in der Mitte wegnehmen, dass es dann da im oberen Bereich dann auch 3 breit wird. Das wird echt ein ganz schöner Pöller, ne? Der da hingeknürzt wird. Alter Verwalter. Der wird nicht ohne. Der Glockenturm von, ja, Verland. So, ich habe jetzt aber genug geredet und ihr seid auch viel zu lange schon wieder hier und könntet viel andere schöne Sachen machen und deshalb sage ich jetzt, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zum nächsten Qual, euer Opa Zeron.